diesmal kurz gezeigt, wie gehen wir damit um, wenn wir nicht einzelne Eigenschaften nur binden wollen, sondern eben ganze Listen, Listen von Objekten. Und wie weiß dann die Binding Engine, dass die Oberfläche jetzt wieder zu aktualisieren ist? So, sehen wir uns diesmal an, wie wir hier Personen erstellen können und die dann links in einer Liste angezeigt werden. Ich habe hierzu die UI schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier ein paar Labels, ein paar Textboxen, einen Button und hier eine Listbox. Das Ganze ist in einem Layout-Container-Grid und diese ist in zwei Columns aufgeteilt sozusagen mit gleicher Spaltenbreite. Und links soll die Liste angezeigt werden und im rechten Bereich einfach diese Elemente zum Hinzufügen. Was ich auch schon vorbereitet habe, ist eine Person-Klasse. Die beinhaltet sozusagen die Informationen einer Person, den Vornamen, den Nachnamen, den vollständigen Namen, der sich dann ergibt und die Abteilung, in der diese arbeitet. Das erste, was wir jetzt brauchen, ist natürlich ein View-Model, also neue Klasse erzeugt und die View heißt PersonList, also nennen wir das PersonListViewModel. Wir haben ja abstrahiert in einem anderen Video bereits dieses BaseViewModel, wo dieses NotifyPropertyChanged implementiert ist. In einem anderen Video ist das schon gezeigt und von diesen ehren wir jetzt mal BaseViewModel. Dadurch haben wir dieses NotifyPropertyChanged bereits implementiert. Und was wir jetzt tun wollen, ist eben diese Elemente binden. Wir binden sozusagen hier eine Person, eine vollständige Person. Und dazu brauchen wir hier natürlich eine entsprechende Eigenschaft. Person, New Person und Person, New Person. Einen Getter gemacht, Get Returned New Person. Und im Set brauchen wir wieder if New Person ungleich Null, dann machen wir New Person, nein, nicht ungleich Null, sondern ungleich Value natürlich, ist gleich Value und this.raise Property changed. Damit die Binding Engine auch weiß durch dieses Raise Property Change, dass sich die Person geändert hat und dass wir jetzt hier etwas binden wollen. Damit wir gleich binden können, machen wir hier gleich New Person, damit wir auch wirklich ein Objekt haben, an den die Werte gleich gebunden werden können. So, und das wollen wir gleich mal binden. Das heißt, wir gehen hier wieder zum First Name. Wir suchen uns im Bereich, in den Eigenschaften, den Text, den wir binden wollen und sagen Create Data Binding. Und wenn wir hier nichts haben, wie hier nur irgendwelche Element Name, irgendwelche Elemente, dann haben wir natürlich vergessen, den Data-Kontext zu setzen. Also window.data-Context und das ist unser Local Person List View Model. Mal kompiliert. So, jetzt hat dieses ganze Window wieder als Data-Kontext dieses entsprechende View Model und jetzt müssen wir hier auch beim Text Create Data Binding unser View Model sehen und wir sagen, den First Name binden wir nicht auf die Person selbst, sondern auf den First Name. Dadurch ergibt sich hier das entsprechende Binding. Das gleiche machen wir natürlich mit dem LastName, CreateDataBinding. Von NewPerson hätten wir gern den LastName gebunden. Und hier sieht man auch, wenn man Objekte hat, dann kann man einfach mit der Punktsyntax entsprechend binden, wie man sich das auch eigentlich erwartet. Noch zu guter Letzt das Department gebunden. Und immer wenn wir einen Button haben, dann brauchen wir ein Command fürs Command Binding und auch hier haben wir bereits in einem anderen Video dieses Delegate Command uns implementiert, was uns hilft, dass wir nicht so viele Command Klassen brauchen. Gut, also wir binden hier die Texteigenschaft und wir machen uns in unserem ViewModel ein entsprechendes Command und zwar ein Delegate Command, Public Delegate Command, Add Person Command mit einem Getter oder wir definieren es einfach nur, nein, mit einem Getter und einem Setter und im Konstruktor dieses ViewModels, Public Person List ViewModel, der Konstruktor heißt wie die Klasse und hat keinen Rückgabetyp, hier sagen wir,
Dieses AddPersonCommand ist ein neues Objekt und die Execute-Methode, da bekommen wir das Objekt, den Command-Parameter mit, den brauchen wir aber nicht. Hier können wir einfach implementieren, was wir eben gern hätten. Also will be called am Button-Click. So, wir wollen das in eine Liste reinspeichern, also machen wir mal hier eine, jetzt können wir hier eine List machen. Das Problem ist, wenn wir in eine Liste was reinfügen, also einfach so private list von person, persons ist gleich new, list von person. Wenn wir das so machen, dann hat die Liste ja kein Event, wenn wir was hinzufügen, dass die Collection wüsste oder die Binding Engine wüsste, dass diese Collection verändert wurde. Und daher würde sich die Oberfläche nicht aktualisieren. Aber netterweise hat hier Microsoft bereits eine Collection für uns gemacht, eine Observable Collection. Steuerung Punkt Enter. Die ist im Namespace System Collection Object Model. Den hat er hier jetzt eingebunden. Und diese Observable Collection, wenn wir damit F12 uns die Definition ansehen, dieser Klasse, dann sehen wir, das ist eine Collection und hat eine, implementiert zwei Interfaces. INotifyPropertyChanged, das wir schon kennen, und ein iNotifyCollectionChanged. Und durch dieses Interface iNotifyCollectionChanged wirft jedes Mal, wenn die Collection verändert wird, ein Element hinzugefügt wird oder entfernt wird, ein entsprechendes Event, sodass die Binding Engine jetzt wieder weiß, aha, ich muss die Oberfläche aktualisieren. Und dann läuft das auch schon. So, machen wir noch eine entsprechende Eigenschaft, damit wir das auch binden können. Also public observable collection von person, persons, get, hier wird einfach persons geliefert. Und im set machen wir gleich wieder if persons ungleich value, persons. Persons ist gleich value und this.raise notify property changed. Also das ist jetzt die Collection, die Liste mit den Personen, die wir hinzugefügt haben. Ich gebe es noch etwas nach unten. Und diese Liste beinhaltet dann die entsprechenden Personen und die wollen wir dann binden und anzeigen. Also was machen wir jetzt im Command? Im Command machen wir nichts anderes, wie dass wir sagen, okay, this.persons Add, wir fügen diese new person einfach der Collection hinzu und damit wir nächstes Mal ein neues Objekt haben, sagen wir new person ist gleich new person. Jetzt sagen wir wieder ein neues Objekt. Wenn jetzt wieder Werte reinkommen, also erstens sind jetzt die Werte wieder leer und die Oberfläche wird sich aktualisieren und die Werte leer machen und gleichzeitig werden die Werte, die wir jetzt wieder reinschreiben, in dieses neue Objekt reingegeben. Beim nächsten Button-Klick wird das Objekt wieder in die Liste hinzugefügt und wir machen wieder ein neues. Also diese Collection beinhaltet dann wirklich viele unterschiedliche Personen, Personenobjekte, mit denen wir entsprechend arbeiten können. So, dieses AddPersonCommand, das müssen wir natürlich noch binden. Das heißt, wir haben hier den Button, damit er weiß, was er tun soll. Gehen wir zum Command, binden dieses Command und wenn es hier fehlt, dann müssen wir wieder neu kompilieren, also Escape gedrückt. Neu kompilieren und jetzt weiß Visual Studio auch wieder, was hier neu gemacht wurde. Create Binding und jetzt haben wir hier unser AddPersonCommand. Gut, auch dieses Command ist hier entsprechend gebunden. Jetzt haben wir links noch die List View, die Listbox und auch diese Listbox wollen wir binden und zwar auf unsere Observable Collection, die wir gerade gemacht haben. Das heißt, wir gehen her und sagen, da gibt es die Item Source und auch diese können wir binden, Create Data Binding. Diese binden wir auf unsere Personenliste. Okay. So, Item Source, Persons. Wenn ich jetzt mal Play drücke, dann haben wir hier die kleine Applikation. First Name Max, Last Name Muster, Department Sales, Add. Und ich sehe hier, er hat eine Person hinzugefügt. Was wir allerdings sehen, ist der vollständige Name der Klasse, also namespace.klassenname. Ja, Susi Müller ist im Backoffice, Add Person und die zweite Person wird hinzugefügt.
Also wenn wir eine Liste binden, damit sich die Oberfläche richtig aktualisiert mit MVVM, brauchen wir diese ominöse Observable Collection, die einfach nichts anderes macht, als die Daten intern zu verwalten und dann einfach jedes Mal, wenn sich die Collection ändert, ein Event feuert. Das Problem, das wir noch haben, ist natürlich, dass wir hier die Klassen sehen und wir wollen das nicht. Wir wollen hier eine etwas schönere Ansicht. Und das Schöne ist in WPF, dass das Verhalten von den Steuerelementen und das Layout der Steuerelemente nicht mehr wie in Windows Forms zwangsweise miteinander verheiratet ist, sondern wir das entsprechend adaptieren können. Und wie wir das adaptieren, dass wir hier schöne Werte haben, das zeige ich euch im nächsten Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.